Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Clicker Heroes, werte Freunde des fortgeschrittenen Semi-Nichtstuns. Jetzt hier erstmal Hintergrundmusik noch ein bisschen runterregeln, so das sollte eigentlich passen. Ihr seht schon, der Chat unten ist eingeblendet, das heißt die Folge läuft mal wieder im Livestream. Ich habe gar keine fetzige Begrüßung gehabt diesmal, verdammt. Ich könnte die erste Seite aus Will Solvit und die Roboterpinguine vorlesen. Das ist ein fantastisches Buch. Will Solvit und die Roboterpinguine. Kann ich euch nur ans Herz legen. Haben wir fürs letzte Festival gekauft gehabt. Das ist ein unglaubliches Trash-Buch. Trash vor allem. Geschrieben T-R-E-S-C-H. Nein, ist schon ein ziemlicher Schinken, ist aber natürlich auch so, keine Ahnung. Zielgruppe eher so 10-Jährige. War es aber total wert. Wir machen erstmal die Routinen. Und zwar werfen wir einen Blick auf die Statistik. Da sind wir bei 533 Ascensions und bei 120 Tagen gespielt. Erstaunlich. Also in der Folge, die vor 2 Tagen auf YouTube kam, war ich erst bei 119 Tagen. Was sagt euch das? Und dieser Run geht schon ewig lang, weil ich zwischendrin leider irgendwie ein komplettes anderes Spiel durchgespielt habe. Wir werfen auch noch einen Blick auf die Ancients. Agive 3500, Baal 1750, Fraxworth 1750, Juggernaut 400, Libertas, Mammon und Mimsi alle auf 3255. Morgulis ist auch auf seinen 12,25 Millionen, wo er hin soll. Pluto ist auf 1750 und Sialatas auf 3500. Das heißt, was als nächstes ansteht, ist, wir ziehen Sialatas und Agive auf 4000, den Rest der Ancients entsprechend hinterher, was auch bedeutet, dass Solomon, naja, nicht zwingend mitgelevelt werden muss. Rein theoretisch ist jetzt so im Endgame die Ansage eigentlich Solomon die Hälfte der Level von Sialatas, von daher müsste ich ihn nicht weiterziehen. Möchte ich aber, weil ich habe mir selber halt nicht so den Faktor 0,5 Sialatas, sondern eher so 0,6 gesetzt. Wenn es mir irgendwann zu anstrengend wird, lasse ich das vielleicht, aber im Moment finde ich das noch ganz okay. Das heißt, ich werde zusehen, dass ich ihn erstmal so auf, ja, mal gucken, 2400 ziehe? Irgendwie so um den Dreh. Also zumindest auf 2200 werde ich ihn erstmal ziehen. Das kostet mich aber schon mal über 10 Millionen Hero Souls. Beziehungsweise, naja, bis 2200 nicht ganz. Aber ist auf jeden Fall scheiße viel. Das sind allein für 100 Level mal locker, keine Ahnung, 13, 14 Ascensions, wenn es reicht. Wahrscheinlich eher mehr. Und boah, das ist schon echt bedauerlich. Juggernaut, der heiße Ancient, möchte dich gern kennenlernen. Klick auf diese Sex-Ad und lass dich von seinem harten Stachel beglücken. Bitte was? Also es gibt einen einzigen Ancient, der offiziell Sexwerbung machen darf. Und das ist Hekatonchirir, wie auch immer man ihn ausspricht. Das ist aber auch mit, also das ist der einzige. Juggernaut ist... Wobei, wenn man das Innenleben von Juggernaut rausnimmt und nur so dieses runde Außending nimmt, gibt der, glaube ich, ein ganz cooles Armband ab. Das könnte funktionieren. Ich muss dringend Level nachkaufen, sehe ich. Das läuft hier alles viel zu langsam. So. Ja, gut, nachdem wir uns... Okay, Doccock dürfte auch eindeutig Werbung machen, aber das ist... Lassen wir das. Okay, nachdem wir die Ancients auch abgefrühstückt haben, werfen wir einen Blick auf die Relikte. Da habe ich nämlich gerade in diesem Run eins bekommen, was ich in der Tat behalten möchte. Kaufe ich mir vorher noch 100 Level Lilien? Kriege ich noch genug Schatztruhen vorher? Ah, das dauert immer so ewig. So dieses absolute Luck mit Schatztruhen. Manchmal kriegt man so in einer Zone 3 Schatztruhen und dann kriegt man so gefühlte 15 Zonen gar keine. So, Relikte. Das hier kommt nämlich weg, 4% Chance auf Primal Bosses und 130% Hero Soul DPS. Dafür nehmen wir 4% Chance auf Primal Bosses, 6% Duration Superklicks ist so, ja, kann man nehmen. Und minus 1% Hero Hiring und Level Up Costs. Das tauschen wir auf jeden Fall. Nicht, dass minus 1% und plus 6 Sekunden wahnsinnig toll wären, aber immer noch besser als 130%
5% Hero Soul DPS. Das ist nämlich ungefähr den Schaden, oder der Schaden, den 13 Hero Souls machen. Und das ist leider absolut lächerlich bei der Menge an Hero Souls, die ich im Moment bekomme. Von daher schmeißen wir das einfach mal weg. So. Ist jetzt eine minimale Verbesserung, aber besser als gar nichts. Und zumindest werden die Helden dadurch ein bisschen günstiger. Ein ganz, ganz, ganz klein bisschen werden sie günstiger. Was mich bestimmt eine halbe Zone weiterkommen lässt. Wenn nicht eine Dreiviertel. Ja, ist halt so total lächerlich. Aber irgendwie gute Relikte sind auch extrem rar gesät. Selbst mein eines Transcendent Relikt, ich weiß gar nicht, hatte ich das nur im Stream oder auch in der Folge erzählt? Ich hatte in der Tat mal ein Transcendent Relikt, also das mit der höchsten Seltenheitsstufe, und das war leider auch totaler Müll. Das macht alles so richtig betroffen. Nee, ich spiele nicht über den Browser. Ich spiele über Steam und das schon seit einer ganzen Weile. Also eigentlich seitdem es über Steam erschienen ist, spiele ich es eigentlich auch schon auf Steam. Was ganz angenehm ist, weil ich es dann nämlich quasi auf dem Desktop-PC und auf dem Laptop spielen kann, mit dem gleichen Spielstand, dank Steam Cloud Save, ohne irgendwie mir die Save-Text-Datei hin und her schieben zu müssen. Das macht vieles angenehmer. Ah, ich kann übrigens noch ein paar Sachen mit erwähnen. Fällt mir gerade so ein. Jetzt muss ich nur gucken, kriege ich das hier irgendwie gebacken. Das sieht soweit ganz gut aus. Moment, gib mir einen Augenblick. Dann das hier. Dann musste ich hier nochmal... Ah, oh, das sieht fast gut aus. Alles richtig gemacht. So, gibt es hier nämlich... Achso, da müsste ich vielleicht erstmal ganz kurz meinen Spielstand speichern. Einfach, um was zu haben. So. Es wurde nämlich der Hero Soul Calculator aktualisiert. Da habe ich, also den habe ich ehrlich gesagt schon ewig nicht mehr benutzt, aber er macht jetzt ein paar nette Neuerungen. Zum einen zeigt er einem an Relic Ooze Zone. Okay, da sagt er mir jetzt gerade, hey, ich habe es in diesem Run schon bekommen. Prinzipiell, wenn man in diesem Run aber noch kein Relikt bekommen hat, sagt er einem jetzt, hey, in der und der Zone droppt das. Das ist zwar nicht äußerst nützlich, aber naja, so ganz nett für nebenbei. Außerdem gibt es hier jetzt das Feld Relikte oder Relics, und wenn man da, das kann ich im nächsten Run, wobei, den nächsten Run sehen wir in dieser Folge wahrscheinlich schon gar nicht mehr, aber wenn man hier ein fünftes Relikt hat, sprich wenn man eben ein Relikt hier im Junkpile liegen hat, vergleicht er automatisch das mit den anderen vier Relikten, die man im Moment ausgerüstet hat, und sagt einem, hey, das, was du da im Junkpile hast, ist... Oder wäre sinnvoll, damit auszutauschen, oder es wäre sinnvoll, wegzuschmeißen. Das ist an sich ganz nett, wenn man sich selber da nicht so viel Gedanken drum machen will. Dann geht das. Dann kann man das machen. Ja, und ansonsten sind wir noch ein ganz großes Stück von Cadmea entfernt. Das ist sehr bedauerlich. Rein theoretisch und bedauerlicherweise vermutlich auch praktisch werde ich, um auf Cadmea umgilden zu können, vermutlich Argive und Sialatas auf 5000 ziehen müssen und den Rest der Ancients dahinterher. Das wird, glaube ich, ziemlich anstrengend. Ich glaube, das wird auch so der Punkt, wo ich dann sage, Shares of Solomon 0,6. Ich nehme Solomon Faktor 0,5, dann ziehe ich den jetzt nämlich, glaube ich, als nächstes einfach auf 2500 und ziehe dann direkt Sialatas und Argive auf 5000 und den Rest der Ancients eben passe ich hinterher. Ja, ich könnte auch direkt umgilden, will ich aber nicht, weil ich ja eben dann doch den Großteil der Zeit idle spiele. Ich klicke ja trotz Hybridbild nicht wahnsinnig viel, das ist eben der Punkt. Es tut mir gerade so ein klein bisschen leid für Leute, die relativ neu im Spiel sind, einfach denken so, what? Was redet der Mensch da? Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber so ist es halt. Das Spiel, warum soll ich denn resetten? Nein, geh mal weg. Willst du von mir?
Nein, Reset macht überhaupt... Was? Ach so, nur weil ich weiter im Spiel bin als du. Nein, ich dachte, du meinst jetzt, ich soll es senden. Warte, ich mach doch keinen Komplett-Reset, Alter. Wenn ich irgendwann hier ein Hard-Reset habe, dann breche ich das Let's Play, glaube ich. Wobei, nein, ich habe ja genug Safe-Games. Ich speichere ja ungefähr einmal am Tag auch die TXT. Von daher bin ich da ja auf der sicheren Seite. Da verliere ich im Zweifelsfall nicht so viel. Im Zweifelsfall 3-4 Ascensions oder so, da kann ich mit leben. So, können wir noch Level nachkaufen? Ja, das ist doch sehr schön. Ich würde sagen, wir machen den Run auf jeden Fall nochmal bis zu Ende. Also die Ascension nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Es sind ja nur noch so 200 Zonen, bis wir dann mal ascenden. Einfach, ab so einem gewissen Punkt sind diese Runs einfach echt extrem träge. So, ach, am Anfang des Runs hat man eben immer noch ein bisschen was zu tun, weil man da auch relativ schnell Level nachkaufen kann, beziehungsweise Level immer noch in 100er Schritten nachkaufen kann und dann denken wir, okay, jetzt brauche ich erstmal irgendwie 2 Minuten nicht drauf achten, aber sobald man dann Level in 25er Schritten kauft, ist es schon so, ja, Master Samurai ist super. Ich kann für Leute, die relativ am Anfang sind und sich fragen, warum man Master Samurai am Anfang gilden sollte, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich ihn gar nicht gibt. Die Sache ist eben, der hat hier als Upgrade 100% mehr Schaden für Master Samurai, 100% mehr Schaden für Master Samurai, 100% mehr Schaden und 150% mehr Schaden. Und man kann ihn eben relativ zügig irgendwann auf Level 1000 ziehen, wo er dann nochmal den 10-fach-Bonus kriegt. Und da rockt er dann schadenstechnisch einfach schon. Also die Sache ist halt, es ist kein gigantischer Unterschied zu den anderen Helden, also zu ein, zwei anderen Helden schon. Zu vielen Helden ist es nicht der gigantische Unterschied, aber eben doch insofern, dass Masked Samurai von den frühen Helden einfach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Also der macht am meisten Schaden für die geringsten Goldkosten. Oder macht bei gleichen Goldkosten mehr Schaden, beziehungsweise bei gleichem Schaden kostet er weniger. Um jetzt mal alle Leute zu verwirren. Deswegen macht es am Anfang schon Sinn, Master Samurai zu gilden. Und nicht irgendwie Alexa oder Frostleaf oder sonst irgendwas. Der ist am Anfang schon der sinnvollste. Und er hat einfach das größte Schwert, genau, das ist schlagendes Argument. Er hat einfach den dicksten Griff am Schwert, natürlich. Also nicht, was ihr jetzt denkt. Ach ja. Gott, will ich wirklich Solomon auf 2500 ziehen? Ich muss mal kurz einen Blick in meinen Calculator werfen. Das wird bestimmt arschteuer. So, ich hab den. Wo habe ich denn überhaupt hier? Der ist im Moment auf 2108 und geht dann auf 2500. Das kostet mich insgesamt... Naja, so 43,4 Millionen Hero Souls, das ist so nix. Das sind ungefähr 60 Ascensions oder so. Vielleicht auch eher 70. Das heißt, das ist ungefähr die Arbeit von einem Monat, wenn ich wieder arbeiten muss und keinen Urlaub mehr habe. Das ist ja super. Ja, da freue ich mich doch. Das ist ja, naja, wobei, also man kriegt natürlich, je weiter man Solomon levelt, dann irgendwann auch mehr Hero Souls, klar, aber boah, da habe ich jetzt schon so gar keinen Bock drauf. 60 Ascensions an einem Tag geht leider nicht, weil leider selbst eine sinnvolle Ascension 30 Minuten geht und damit müsste der Tag 30 Stunden haben. Auf meinem Planeten ist das leider nicht der Fall. Falls die Leute, die jetzt gerade auf YouTube zugucken, falls ihr auch mal in den Livestream kommen wollt, es gibt hin und wieder mal eine Ankündigung, in letzter Zeit eher spontan, aber manchmal auch reichlich vorher, hitbox.tv/bench.
ist der Channel. Da könnt ihr auch followen. Da kriegt ihr, wenn ihr das so ein kleines Häkchen macht, einfach eine Mail-Benachrichtigung, sobald ich live gehe. Also da spiele ich natürlich nicht nur Clicker Heroes, sondern auch andere Sachen. Also auch meist mehr andere Sachen als Clicker Heroes, aber theoretisch kann man sich da eine E-Mail-Benachrichtigung einstellen, sofern euch das denn interessiert. Kann natürlich auch gut sein, dass ihr sagt, oh mein Gott, den Krüppel auch noch live erleben? Auf keinsten. Aber das ist dann zum Beispiel eine super Gelegenheit, Fragen im Chat zu stellen, dass ich direkt in der Folge darauf eingehen kann. Zehn Ascensions am Tag ist auch schon massiv viel. Also 10 Ascensions am Tag ist machbar, aber Spaß ist anders. Also so lange habe ich einfach an einem Tag auch keine Lust auf Clicker Heroes, ist meistens mein Problem. Weil man sitzt ja dann auch nicht aktiv davor. Also ich sitze zumindest nicht 5 Stunden lang aktiv davor und kaufe die Level immer so, dass ich halt perfekt die Ascensions mache, sondern dann geht eben eine Ascension auch schon eher eine Stunde statt einer halben. Und selbst wenn ich mir dann nebenbei irgendwie was weiß ich, Game of Thrones oder Doctor Who oder sonst irgendwas reinziehe oder 5 Filme am Stück. Nee. Nee, geht einfach gar nicht. Da habe ich echt keine Motivation zu. Ich meine, so im Moment, wenn ich frei habe, gehen halt ein paar Ascensions am Tag echt, also so. So 5, 6 immer mal nebenbei, das ist okay, da muss man halt auch nicht wirklich viel reingucken für. Andererseits gibt es natürlich jetzt auch in meinem Urlaub Tage, wo ich einfach so gut wie gar nicht zu Hause bin und dann halt so eine Ascension schaffe. So, ach, wir sind schon über 2000, ah, das geht ja jetzt relativ fix, das ist ganz angenehm. Dann können wir ja jetzt mal Skills anschmeißen, das ist ja, das ist schön. Das ging dann irgendwie doch schneller als erwartet. Ich glaube, wenn ich Sialatas und so auf 5000 habe, mit dem Rest, der dazugehört, mache ich mal den nächsten Deep Run. Könnte ich dann in der Tat ein Stück weiterkommen. Gott, das ist aber eine magere Ausbeute. Bis Level 2020 nicht mal 600.000 Hero Souls ist schon mager. Da hatte ich auch schon mal 650.000. Es ist halt echt krass, wie das mit den Hero Souls schwankt. Das habe ich, glaube ich, die letzten beiden Folgen auch schon gesagt. Aber das ist so... Es könnte so angenehm konstant eine brauchbare Menge sein. Und es ist so... Ja, und alles auf 5000 geht bis 2600, also bis Zone 2600 dann ganz einfach. Ja... Ja, Zone 2610 ist ja im Moment schon meine Highest Zone, von daher werde ich dann wahrscheinlich eher die 2800 ansteuern, um dann eben noch ein Achievement mitzunehmen und nochmal 5% mehr Schaden dauerhaft zu kriegen. Das ist dann, glaube ich, eher interessant. Die Sache ist, ich muss dann nebenher auch irgendwann mal Iris leveln. Die habe ich jetzt irgendwie knapp über 1000, aber eben auch nur knapp. Nehmen wir eben nochmal Level 2050 mit. Gab keine Hero Souls. Aber irgendwie im Moment. Ah, hier geht noch ein bisschen was. Das läuft so flüssig. Da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was mitnehmen. Da klicke ich doch auch mal wieder aktiv. So 10, 20 Level können wir da noch machen. Ja, ich weiß, dass Iris hochziehen wichtig ist. Aber im Moment ist Iris halt ganz okay. Also, die ist halt knapp über 1000 und ich ascende bei knapp über 2000. Also, ich könnte sie jetzt halt noch so 50, 60 Level weiterziehen, das wäre dann ganz okay. Problem ist, Iris so 50, 60 Level weiterziehen kostet halt auch schon, keine Ahnung, 3 Millionen Hero Souls oder so. Lens-Reihe, wahrscheinlich mehr. Schaue ich gleich mal. So, nochmal die beiden Skills und das durchlaufen lassen, dann kann ich hier mal gucken. So, Iris ist auf 1100 sogar, okay. Sogar schon auf 1100 ist. Ja, dann kann ich die eigentlich fast da lassen. 10 Level kosten halt auch schon mal 370.000 Hero Souls.
Nee, das ist eigentlich von der Menge her okay. Das passt da ganz gut. Ich habe gerade meine normale Clicker Heroes Playlist an, ja. Also die auch sonst beim Let's Play im Hintergrund läuft, falls das die Frage ist. Ich mach gleich Schluss. Also ich nehme jetzt noch die Folge zu Ende auf. Also wir nehmen jetzt die Ascension hier noch mit und dann bin ich, glaube ich, auch durch. Warte eben noch kurz die 20 Sekunden, bis die Skills hier abgelaufen sind. Kann auch mal selber ein bisschen mitklicken. Kann ja ein Level kaufen, eigentlich. Hm, ja, okay, warum nicht wirklich. Klicke ich selber eben nochmal mit, dann nehmen wir hier die 2075 nochmal mit. Vielleicht auch noch eine 2080 schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr. Oder? Oder nicht? Oder doch? Eher nicht so. Nee, lohnt auch nicht. Hab ich jetzt auch keinen Bock mehr zu. Da ascenden wir einfach. Zack, zack. Ja, und jetzt irgendwie Iris leveln. Im Moment nicht. Also von daher ist das ganz okay. So Iris sollte ja bei dem Zeitpunkt ungefähr auf dem Level, wo man ascendet, minus 1000 sein, damit man so 30, 35 Minuten Runs machen kann. Von daher stecke ich da erstmal nichts weiter rein. Sondern kaufe mir lieber kostengünstig 6 Level Solomon. Yay. Da kommt Freude auf. So, kann der Idle Mode angehen? Ich würde ganz gerne mal den Fisch mitnehmen. Na, komm schon. Drei Stunden später. So, jetzt aber. Zack, zack. Hey, sogar noch einen Rubin bekommen. Das ist doch schick. So. Ach, wobei. Könnte. Fast noch so 10, 20 Level Iris mehr mitnehmen. Kann ich mir vielleicht nach der Ascension direkt 300 Level von, wie heißt das Vieh, von Phtalo leisten? Wäre eine Möglichkeit. Müsste man mal gucken. Upp, das war zu weit. So, eben noch die Level hier kaufen und dann bin ich aber auch raus. Mist, das war der falsche. Gott, was kaufe ich hier für einen Schrott zusammen? Du und du und du und du und du noch auf 100 und dit kaufen und den auf 400 ziehen und den Fisch mitnehmen und dann bin ich, glaube ich, auch fertig für heute. So, das war's dann mit Folge 76, glaube ich. Ich glaube, es müsste Folge 76 sein. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, einen angenehmen Tag noch. Danke fürs Zugucken und macht's gut, haut rein und tschüss.